So, jetzt aber weiter zum alten Lager. Auch wenn wir uns, sobald wir da sind, umhören sollten nach den beiden anderen Lagern. Also am besten jemanden, der einigermaßen objektiv ist, der also nicht unbedingt zu den Wachen gehört. Denn je mehr Informationen wir haben, desto besser. Momentan haben wir nur eine Seite gehört von der ganzen Geschichte. Und die ist, wie gesagt, ziemlich suspekt mit dem Frauenhandel und dem Schlägertrupp und Schutzgeld. Und ja, seid ihr denn? Ihr habt andere Rüstung an. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Also Scavenger sind diese federlosen Vögel, wovon wir auch schon eins getötet haben. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Ah, schön. Jetzt sehen wir mal die andere Seite von dem Ganzen. Und die scheinen ja einigermaßen nett zu sein bisher. Also, es hat noch keiner versucht, uns zu erpressen oder zu verprügeln. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wahrscheinlich wegen der Wölfe. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Sehr charmant. Aber ja, die beiden kamen auf jeden Fall wesentlich sympathischer rüber als dieser Diego mit seiner schleimigen Art und den drei Leuten als Begrüßung am Anfang. Und dem Kartenzeichner Karten klauen und ihm bringen. Na gut, das kommt auf unsere zu erledigen Liste. Aber erstmal erledigen wir den da. Na komm her. Komm, put. Ah, na also. Hey. Ah. Die Jungs haben sich eingemischt. Deswegen gab es keine Erfahrungspunkte. Naja, man kann nicht alles haben. So, das Fleisch nehmen wir trotzdem mit. Hier sind aber echt viele von den Viechern. Da ist noch ein Toter. Wahrscheinlich zu nah an die Wachen rangekommen.
Na, was habt ihr zu sagen? Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Na, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Lass mich mal vorbei. Ja, nee. Lass mich mal vorbei. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Ah, ist ein Klugscheißer. Bisher haben wir noch keinen wirklich sympathischen Kerl vom alten Lager gefunden. Na gut. Trotzdem werden wir erstmal da reingehen, unsere Sachen loswerden, versuchen an bessere Waffen und Rüstung zu kommen. Und dann schauen wir uns mal im neuen Lager um. Oh, und da ist noch so ein komisches Schweinchen. Oh, viele komische Schweinchen. Na, kommst du alleine da raus und nimmst deine Freunde mit? Komm, put, 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 put. Ich habe hier ein Schwert für dich. Ja, schön, schön. Na, komm her. Au, garstiges Ding. Na gut, das soll erstmal reichen. Wir wollen ja nicht totgebissen werden von dem kleinen rosa Etwas. Und da wir uns eh in einem alten Lager ausruhen wollen, das ist jetzt die beste Gelegenheit, wo wir schon so verwundet sind. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Lass mich vorbei! Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Außer dass wir vielleicht ein paar Karten klauen wollen? Nee, eigentlich nicht. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Hm, ganz schön imposant. Das war wohl die alte Garnison. Aber mal's für dich. Aber behalt's für dich. Muss nicht so, wer von euch ist jetzt ein Händler? Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Wie ist das Leben hier so? Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Hast du recht. Na gut, wir wollen jetzt nicht danach fragen, wie man im alten Lager beitritt. Wir wollen erst am Meer erfahren. Wahrscheinlich hast du. Aber wir haben da hinten Diego gesehen. Mal gucken, ob er irgendwas Neues zu erzählen hat. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf.
und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Erzähl mir was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Also die Leute aus dem alten Lager scheinen sich einfach mit ihrer Situation abgefunden zu haben und das Beste draus zu machen. Ich meine, sie bekommen ja alles vom König, was sie brauchen. Und die beiden anderen Lager wollen rauskommen. Das neue Lager scheint ein bisschen alternativer zu sein und ein bisschen lockerer, vor allem was die Schutzgelder und so weiter angeht. Und das andere Lager, das Sumpflager, scheint irgendwelche religiöser Kult zu herrschen. Naja, fürs Erste haben wir jetzt wenigstens schon ein paar mehr Informationen. Aber fragen wir jetzt erstmal, wer Gomez ist. Das soll ja der Anführer von hier sein. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Okay, also wir könnten jetzt fragen, wie man sich Gomez Leuten anschließen kann. Das wollen wir aber noch nicht direkt. Oder den Brief erwähnen. Das wollen wir aber immer noch nicht. Also verabschieden wir uns erstmal. So, hier muss es sowas wie einen Marktplatz geben. Gardisten. Solange ich denn kann schon sein. Wenn du meinst, das ist wirklich nicht mein. Na, willst du nicht mit mir reden? Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Oh, praktisch. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Ha, hat ja ein richtig schickes Leben hier. Muss keinen Finger krumm machen, nur ein bisschen reden. Verdient so seinen Lebensunterhalt. Kannst du mir sagen, wer von den Schatten hier zu den einflussreichen Leuten gehört? Du willst die richtigen Leute beeindrucken, hm? Diego hat von allen Schatten am meisten zu melden. Zu seinen Vertrauten zählen Fingers, Whistler und Sly. Dexter und Fisk verscherbeln ihre Sachen auf dem Marktplatz. Sie haben viele Kunden, selbst unter den Gardisten, und sind dementsprechend einflussreich. Und dann wäre da noch Sketty. Er leitet die Arena, bestimmt, wer kämpft und so. Es gibt viele hier, die ihm noch Erz schulden. Auch an ihn kannst du dich halten. Also Dexter und Fisk auf dem Marktplatz. Da können wir schon mal unsere Sachen loswerden. Gut, gut. Dank dir. Immer wieder dieselbe Leier. Aber er ist doch ziemlich runtergekommen hier. Na gut, unter den Gefangenen wird nicht unbedingt ein Architekt und ein Bauherr sein. Einfache Hütten haben die sich hier gebaut. Aber ja, vielleicht sollten wir doch uns dem alten Lager hier anschließen. Oder zumindest so tun, als wenn wir uns anschließen wollen. Vielleicht kommen wir so an ein paar mehr Informationen ran. So. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Oh, gerne. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Oh, 500 Erz und 250 Erz. Wir haben bisher einen Erzbrocken.
Aber irgendwie sind wir davon ausgegangen, dass die Münzen hier die Währung sind, die wir gefunden haben. Aber gut. Dann verkaufen wir erstmal unsere Sachen. Zeig mir deine Ware. So, also, den Becher brauchen wir nicht. Die Münzen anscheinend auch nicht. Oh, die sind gar nichts wert. Das ist ja ärgerlich. Na gut, dann behalten wir sie. Fackel können wir auch gebrauchen. Dietrich auf jeden Fall. Schrift von dem Magier behalten wir auch. Den Alkohol. So, drei Flaschen können wir verkaufen. Zwei behalten wir nur für den Fall. Und Waffen haben wir noch so jede Menge. Und zwar das Schwert kann weg, Spitzhacke kann weg. Eine behalten wir nochmal, falls wir irgendwo auf Erz stoßen sollten, dass man abbauen kann. Knüppel kann weg und die Pfeile. Die Pfeile behalten wir auch erstmal. Also haben wir da 27 Erz. Solange ich nichts damit zu tun habe. Es dauert wohl noch eine ganze Weile, bis wir an die 500 rankommen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Ich glaube kaum, dass so, und Ende.